Ein Prestige-Xerath-Skin ist endlich verfügbar für alle Xerath-Enthusiasten. Naja, die Spielerschaft hat so ein bisschen nachgelassen seit Vanguard, ja, der Xerath-Spieler, aber stylisch ist er auf jeden Fall. Heute stelle ich euch den Crystallis Indomitus bzw. Crystallis Mortulus Xerath Skin vor. Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Bezeichnungen, je nachdem, ob wir League auf Deutsch oder halt auf, wie die meisten wahrscheinlich, auf Englisch spielt. Was ein bisschen komisch ist, weil eine Skinline, wie ich finde, zumindest einheitlich klingen soll und die Unterschiede da, weiß nicht, was das soll. Egal. Gucken wir uns mal die Optik an. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Die Farbkombination ist echt geil mit dem Lila und dem Gold. Achso, das ist auf dem PBE logischerweise, deswegen es gibt noch nicht mal ein Splash Art dafür. Das ist wahrscheinlich jetzt in diesem Moment wird es noch gebastelt. Und ja, also guck mal, das mit dem Ranzoomen ist ja nur, um so die Details anzuschauen. Die meiste Zeit spielt so League ja so. Ja, obviously. Und dafür sieht er schon ziemlich gut aus, wie ich finde. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja. Reiht sich so in die andere Crystallis Mortulis Skin-Reihe ein. Da hatten wir auch Talia und Kha'Zix und Xerath passt da auch gut zu. Die könnten auch mal einen Skarner-Skin davon eigentlich machen. Kommt bestimmt auch irgendwann noch. Ja, sieht von der Optik her gut aus. Würde ich schon mal eine 9 von 10 geben. Da fehlt mir jetzt vielleicht so dieser Craziness-Faktor, wo ich sage, das ist so der beste Skin ever. Aber 9 von 10 auf jeden Fall drinne. Ist ein würdiger Xerath-Skin. Achso, wir können uns noch die ganzen. Warte mal, ich mache kurz wieder lauter. Und ja, hier auf dem PBE habe ich die deutsche Variante. Und wir gucken uns mal wieder die ganzen Emotes und so weiter an. So, mal, fangen wir an mit Control 1. Stopp. Warte mal. Was sagt er? Was sagt er da? Warte mal. Yo. Es scheint so eine Art Pokémon-Meme zu sein. Hört man das überhaupt? Okay, das mit dem keine Beinfreiheit ist schon ganz witzig. Selbst ein einzelner Funke deiner Magie wird euer Ende sein. Du darfst sterben, aber dein Reis. Warte mal, da stört gerade die Minion Wave. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Wir gehen mal out of Auto Attack Range. Selbst ein einzelner Funke deiner Magie wird euer Ende sein. Ja, keine Ahnung. Ich kann auch als Aufgestiegener das Yo, der hat Weiger-Vibes auf jeden Fall. Er hat so Weiger-Vibes irgendwie. Dann machen wir wieder ein bisschen leiser. Und machen wir mal die Stufe ein bisschen höher, damit wir dann auch die Ultimate haben. Zack. So, dann gucken wir uns die Fähigkeiten mal in Ruhe an. Fangen wir an mit der Auto-Attack-Animation. Ich kann ja mal kurz Auto-Attack auch was machen. So. Auto-Attack-Animation. Hä, die sieht irgendwie strange aus. Ich finde, die kann man weniger gut erkennen. Ich finde, die Auto-Attack-Animation erkennt man ein bisschen weniger. Ja, gut, so von der Seite geht's wieder. Aber so von vorne erkennt man die kaum. Guck mal. Das ist so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich damit riesige Vorteile verschaffen kann mit Auto-Attack Xerath, aber man erkennt die Auto-Attack-Animation wenig, finde ich, von dem Winkel aus. So, gucken wir uns mal das Q an. Arkanpuls. Oh. Ja, ich hätte es auch abfeuern müssen. Warte mal. Das muss ich gleich nochmal machen. Das muss ich gleich nochmal, weil es dann auch wieder die Frage mit der Sichtbarkeit der Partikel. Ist das ein bisschen dünner als beim normalen? Bin ich mir gerade nicht sicher. Weil bei manchen Skins sehen manche Fähigkeiten komisch aus, sondern haben wir das W. Ja, das ist auf jeden Fall gut sichtbar. Die kleine Kugel haben wir noch. Oh, die sieht auch ein bisschen schmaler aus, finde ich. So, dann machen wir mal die Ultimate, die Kleckse. Yo, das sieht aus wie Darkstar einfach.
geil. Warte mal, wie kann man denn Cooldown resetten? Abklingzeiten automatisch zurücksetzen. Haha. Dann machen wir mal maximales Level kurz. Machen dann 3 in die Ulti. Können dann die ganzen anderen Fähigkeiten nochmal kurz maxen. So, Ulti nochmal. Ja, die Ultimate sieht geil aus. Einfach Sternregen. Ah, die kann man dann so spammen, wenn man das so einstellt wie ich. Ah, geil. Ja, die Ulti gefällt mir. Q kann man eigentlich auch relativ gut erkennen. Die Autotext sah ein bisschen strange aus und ja. Warte mal, wir können ja nochmal die eine Animation hier zeigen. Ich gebe dem Skin nach wie vor eine 9 von 10. Ist ein würdiger Prestige Xerath Skin. Die Animation interessiert mich hier nochmal, wenn er resettet und dann halt von der Base aus nochmal aufsteigt. War jetzt nichts Besonderes. Warte mal, wie können wir jetzt... müssen trotzdem noch ein bisschen warten, glaube ich. Warte mal kurz. Hier. Gut, hier war keine große Entstehungsanimation. Achso, die Recoil-Animation hätte ich noch zeigen können. Ich habe manche Skins vergessen, fällt mir gerade auf. Sorry. Recoil-Animation. Achso, ähnlich wie das eine Emote. Ein cooler Kristall. Ja, also ich gebe dem Kristallis Mortulis, oder wie das auf Deutsch hieß, ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ich gebe dem Skin eine 9 von 10. Ist ein sehr, sehr würdiger Prestige-Xerath-Skin. Mir fehlt hier so dieser absolute Wow-Faktor, um es jetzt eine 10 von 10 zu machen, aber 9 von 10 sind hier auf jeden Fall drin. Wie findet ihr den neuen Xerath-Skin? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns auch... Warte mal, wieso tanzt denn der jetzt? Ne? Jetzt, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.